Ich könnte mal gucken, was das hier kostet zum Wegmachen. Ach, ich kann das einfach nicht entfernen, okay. Müssen wir meine Werkzeuge auch überprüfen, wenn ich so drüber nachdenke. Könnte mittlerweile auch schon ziemlich in Mitleidenschaft gezogen sein. Ja. Na, die Schaufel ist eigentlich echt noch okay. Ah, oh, es ist gerade vor. Ich habe es gerade genau gesehen. Ja, genau. Jetzt sehe ich wenigstens mal, wie das Zeug wiederkommt. Das ist mit einem Zeitträger verbunden, wie es aussieht. Was ist das hier? Geschichten. Keine Ahnung, wo kriege ich die Angel her? Ich glaube, ich habe in den Erfolgen zufällig was gesehen, da bräuchte ich die Schädel. Und dann gucken wir, dass wir zu dem Alchemisten heute gehen, wenn der da ist. Ich glaube, der wollte das. Ach, das kostet Honig. Sei es drum. Weiß nicht, was ich im Alchemisten noch alles verkaufen kann. Bei jeder Gelegenheit könnte ich halt nochmal die ein oder andere Sache mitgehen lassen. An Bären zum Beispiel. So ein paar leckere Bären kann ich nicht verwehren. Aber wie gesagt, das Spiel könnte man eigentlich auch nicht ganz so in der Grafik, aber mit RPG-Maker auch sehr gut machen. Da ist nicht so viel Unterschied. Es ist furchtbar, wenn du weil ich halt mittlerweile weiß, wie die Sachen gemacht werden. So, hier oben gab es noch Bären. Fällt mir nicht, weil die Steine verkaufen. Andererseits, was soll's. Das hier ist voll die die Essensquelle. Ich finde es in dem Spiel auch tatsächlich irgendwie so passend, weil du kannst nicht einfach irgendwas nehmen. Hier habe ich gefunden, verkaufe ich dir den Stock, den ich gerade gefunden habe. Du musst halt schon gucken, wer was kauft. Im Osten hieß es doch, glaube ich. Können die Schleime eigentlich auch wiederkommen oder waren die bloß einmal geskriptet? Hier war ich auch noch nicht. Oh, was ist das? Frische Eier. Oh, das ist ein Omelette. Was? Ich verzichte mal, aber es ist gut zu wissen. Oh, ist das der Kessel, den ich brauche? Dico. Ich muss verrückt sein. Denkst du, dass ich verrückt bin? Nein, sowas würde ich doch niemals denken. Ich versuche nur optimistisch zu bleiben. Ich weiß, worauf es wirklich ankommt. Worauf denn? Oh, glaubst du, dass er das verstehen würde? Nein, Tico, das würde er nicht. Er kann es nicht sehen. Okay, dann sage ich ihm einfach was anderes. Innerer Frieden. Meine Gewürze und Süßigkeiten, darauf kommt es an. Süß wie Honig. Bring Honig und ich bringe dir bei, wie man Kuchen backt. Oh, Kuchen ist klasse. Oh, okay, kann ich mit dir handeln? Samenöl. Hanfseil. Hanfsamen. Naja. Woher wusste ich denn jetzt eigentlich, dass dieser Typ verrückt sein muss? Ich meine, ich weiß nicht, wer das ist. Oh, Wildäpfel. Sind das Wildäpfel?
Nee, das ist... Warum darf ich die scheiß Äpfel nicht ernten? Okay, unten sind noch Bären, aber hier könnte der Alchemist sein. Oh, ist das die Angel, die ich brauche? Hey, rede mal, Jung. Ist das jemand, der Zelle zaubert, der Fischerei sein will? Ich weiß nicht wirklich viel über das Fischen. Es ist heute ein Glückstag. Ich weiß eine Menge drüber. Ist so entspannend und profitabel, da außerdem sind die Fische echt lecker. Na, bin ich dabei. Na, gute Warme, Junge. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Dann bring die bei mir Fischerei gekocht. Dann mach das doch. Angel. Kannst du mir eine Angel geben? Klar, Junge. Ich habe noch eine alte Angel hier, aber die ist kein Geschenk. Bring mir Motten. Klasse als Köder, aber du kannst sie nur nachts fangen und meine alten Augen sehen dunkel nichts mehr. Gut. Dann werden wir mal Fische kommen. Also bereite ich Fische zu. Du kannst sie einfach grillen, aber ich schlitze sie lieber auf und presse sie die Hälften in Öl an. Und dann hast du Fischstäbchen. Ah! Gebratener Fisch, Fischnuggets. Und wenn du Fisch. Und wenn du Fisch isst, fängst du an, wie Fisch zu denken. Ein guter Fisch. Fischer muss Fisch essen. Was hast du denn alles noch? Fischfilet. Okay, kann man hier rein? Nö. Motten. Oh, die darf ich jetzt ernten. Hä, warum darf ich manche ernten und manche nicht? Was? Ja klar, fällt mir erstmal den Baum von dem Typen. Den einen durfte ich jetzt ernten? Warum durfte ich den... Ne, hier geht's komischerweise nicht. Das Gute ist, jetzt kann ich vielleicht endlich mal ein bisschen Bärensaft machen. Warum auch immer ich ja für Äpfel brauche. Klauen kann ich ihm jedenfalls nichts, wie es aussieht. Aber ich kann auch mal Bären klauen. Achso, bloß sowas. Ein Apfelbaum konnte ich jetzt ernten. Der geht auch. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Okay, 5-mal Honig könnte ich sogar schon haben. Oh, könnte ich hier irgendwas herkriegen? Wo kriege ich Motten her? Ui, das ist ganz schön großer Strand hier. Darf ich hier den hier mittlerweile? Nö, natürlich nicht. Die Welt ist echt groß, also die wirkt nicht so, aber die ist... Es ist keine Stardew Valley Welt, aber die ist schon echt groß, weil du brauchst auch echt Zeit, um hier durchzulaufen. Vielleicht geht es später schneller. Ist das da oben Holzflöcke? Okay, da darf man nicht durch. Wer wohnt hier? Hm, ich rieche was Leckeres und Trauriges. Okay. Roma-Baron. Wenn du jemanden suchst, der dich handlich, sollst du in die Stadt gehen. Dann versuchen alle verzweifelt Geld zu verdienen und wenigstens einen trockenen Laib Brot kaufen zu können. Das ist ein wunderbarer Geruch. Das riecht hier so hoch gut. Das ist großartig, oder? Das ist ein Kebab. Als Familienrezept, bring mir ein paar gute Fischfilets und ich bringe es dir bei. Okay, ich kriege hier einfach nur neue Quests, aber ich kann schon verstehen, dass man manche Sachen nicht einfach so für umme geschenkt bekommt. Ich würde auch nicht einfach alles verschenken, oder? Glaube ich zumindest. Jetzt muss ich unbedingt besser werden. Jetzt brauche ich unbedingt... Die Motten langsam.
Okay. Der hatte die Reparatursets auf jeden Fall. Rein theoretisch müsste ich dem doch eigentlich hier haufenweise Sachen verkaufen können, oder? Ich könnte doch eigentlich unglaublich viel Holz holen und dem einfach verkaufen. Vielleicht sollte ich das einfach mal machen, weil irgendwie brauche ich ein bisschen Geld. Da kriege ich wieder Honig. Ich muss mal mit dem Honig rübergehen. Könnte ich eigentlich machen. Vielleicht mache ich es einen anderen Tag. Ich weiß nicht, ob das... Oh, eine Leiche. Gut. Gut, gut, gut. Nicht zu stark ausschlachten. Platz habe ich noch. Das passt. Nicht zu stark ausschlachten. Und dann wird das schon. Sind die Sachen da schon fertig? Ah, Komposthaufen. Was soll ich den mal bauen? Oh, ich brauche einfach Lehm. Machen wir mal ein paar Holzstöckchen. Machen noch ein paar Holzkeile. So, die Pilze kommen hier rein. Honig nehme ich fürs nächste Mal mit. Ach, ich darf das von hier draußen nicht mitnehmen. Okay. Brauche ich echt Öl? Ah, Omelett braucht Milch, okay. Kümmern wir uns erstmal um die Leiche. Aber erst Pilze. Pilze sind dann doch lohnenswert. Ich dachte, du kriegst nur einen so einen Scheißspieß raus, aber du kriegst halt drei raus. Gute alte Fett.
Das Fleisch ist auch sehr wertvoll. Rein theoretisch kann ich ja auch essen. Hat nur drei gute Eigenschaften. Gucken wir mal. Wenn die jetzt eine weg ist, nehme ich die Haut auf jeden Fall nicht. Eine ist weg. Gut. Muss gucken, dass die nicht so viel Schaden kriegen. Ich meine, ein besserer Menschen zu bestatten ist doch nicht verkehrt, oder? Okay. Noch ein, zwei Leichen und wir haben's. Dann soll ich hier auch einfach die Sachen mal austauschen, wenn ich so drüber nachdenke. Und wir haben die Qualität, die wir brauchen. Super. Es ist schon wieder Tag, Mist. Na, was soll's. Wenn der Typ dann gleich wieder kommt, der Priester. Kann ich ihm sagen, was für ein toller Mensch ich bin, denn ich habe den Friedhof so weit hingekriegt. Komme ich noch nicht rein. Okay, kommt der Typ wieder? Ich weiß gar nicht mehr, wann der da ist. Na, Torf habe ich aktuell noch nicht. Ich hätte noch eine Umrandung. Darf ich nicht? Königliche Dienste. Ah, hier steht auch da, wann die da sind. Inquisitor auf den Scheiß mal jetzt einfach mal. Ach, da sehe ich's. Okay, das dauert ein bisschen, bis er wieder da ist. Und der Kaufmann ist heute da. Gut, Honig habe ich dabei. Gut, dann kann ich mich gleich zwei Sachen erledigen. Schluck auf Gras brauche ich danach eigentlich. Weiß nicht, brauche ich das für irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass ich es dann einfach nicht mehr brauche. Schluck auf Gras. Okay, dann ich probiere es gleich mal. Schmeckt irgendwie komisch. Jetzt schmecke ich gar nichts mehr. Warte kurz, ich beiß mal schnell vom witzigen Keks. Dann habe ich den nicht dabei habe.
Nur vollkommen geschmacklos. Ich spüre überhaupt nichts. Was hast du mir gegeben? Worauf du gefragt hast, Schluck auf Gras. Oh mein Gott, es ist passiert. Das ist der Fluch. Als ich noch jung war, wurde mir vorher gesagt, dass ich das verlieren würde, was mir am wichtigsten ist. Wer hat es gesagt? Und ich war es auch, ich bin in meinem Karawane durch die Wüste bei den nördlichen Bergen gereist. Machte eine Oase halt und da war diese alte Frau. Alles, was sie sagte, wurde wahr und jetzt auch noch das. Tut mir echt leid. Warte mal, kennst du vielleicht irgendwelche Hexen? Nein. Der Inquisitor hat sie bestimmt alle erwischt. Wenn die alte Knoto noch am Leben wäre, wäre sie schon ziemlich alt, als ich jung war. Wenn sie noch am Leben ist, muss sie ein echter Hexe sein. Soll sie in der Mitte der westlichen Sumpfes aufsuchen. Sag ihr, dass der Entel und Priester, der immer Liebestränke gekauft hat, ihre Hilfe braucht. Daran erinnert sich ja bestimmt. Was war Priester? Nein, mein Bruder war der Priester. Darüber will ich gerade nicht reden. Zähle auf dich, mein Freund. Heile meinen Fluch. Schau mal, was ich tun kann. Was hast du eigentlich dabei? Okay, Stufe 2, Traubenkerne. Silberbahn. Oh, er verkauft auch Kuchen. Gut, wenigstens etwas gemacht. Dann gebe ich noch dem Typen den Honig, dann kriege ich noch ein Rezept. Oh, ist das Zeug noch nicht nachgewachsen? Nö, sieht nicht so aus. Hier ging jetzt auch nichts groß, ne. Ich hab dein Honig. Blablabla. Honig. Oh Mann, wie süß. Was ist mit dem Kuchenrezept? Hier kann man dran. Kuchen kann nicht süß genug sein, doch. Süßigkeiten helfen aber, die Sachen wie beim anderen Blickwinkel auszusehen, um mehr zu lernen. Okay, jetzt weiß ich, wie man Kuchen erstellt. Was war das hier? Hanfsamen. Okay, brauche ich aber nicht. Ach, danach kann ich bei Weed kaufen. Schön. Könnte mal in gucken, dass ich im Keller weiterkomme, wenn ich so drüber nachdenke. Aber noch ein paar Sachen zu erledigen. Kann ich auch Hühner haben später oder kann ich nur die Sachen wieder kaufen? Aktuell habe ich eh kein Geld für irgendwas. Aber da habe ich eine. Nee, habe ich gerade nicht. Warte mal. Die Zeit bleibt stehen, wenn ich da reingehe. Gut. Das Schluckaufgras kann jetzt eigentlich erstmal weg. Das nimmt nur Platz weg. Aber ich wollte mal im Keller schauen, was ich da noch machen musste. Oh, echt, sind schon wieder anderthalb Stunden rum. Das ist ja echt furchtbar. Ganz ehrlich, ich vermisse meine freien Samstage. Nee, Samstag war ganz oft auch nicht frei, aber... Ich vermisse wenigstens einen vollkommen freien Tag, in dem ich machen konnte, was ich wollte. Ununterbrochen zumindest. Das fehlt einfach. Kriege ich Saat raus? Aber nur 3. Ernteabfall. Komm gleich wieder. Auch die Stöcke wieder. Ich habe gar keine Stöcke dabei. Sind hier drin gelandet? Habe ich sie noch hier? Gut.
Dann bauen wir mal einen Komposthaufen. Dann kann ich wahrscheinlich mit dem. Passt so. Okay, ich verstehe. Das läuft dann langsam durch und ja. Die anderen Sachen kommen mal hier rein. Ich brauche mehr Saat. Aber das ist ja richtig geil. Kann ich daraus was machen eigentlich? Ja, also dafür, dass es passiv läuft. Ich glaube, das wird sich richtig lohnen, wenn ich darauf gehe. Okay. Holzkeile, Holzplanken. Holzkeile und Holzplanken. Gut, machen wir es mal schnell. Dann kann ich mit Schlange reden. Sollten wir alles oben haben. Holzplanken aber nicht. Ja, gleich. Ich will das jetzt endlich mal aufknacken. Noch ist er da. Bleib, wo du bist. Wer bist du? Ich bin Friedhofswärter und Prior der Kirche. Kümmere dich um deine Anliegen. Ich habe einen Dolch und keine Skrupel, ihn zu benutzen. Ich habe ein Schwert. Holen. Das ist vielleicht ein Dolch, aber ich habe ein Schwert. Mag sein, aber ich bin bereit, bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Ah, ich bin bereit zu sterben, du auch. Einerseits sieht er ziemlich gefährlich aus, andererseits bin ich nicht bereit, zum Mörder zu werden. Ich werde nichts antun, aber verzieh dich von meinem Grundstück. Gammeliges Fleisch und alte Bücher mag ich sowieso nicht. Holzbalken, die habe ich noch nicht. Okay, was gibt's hier? Aufweise Zugänge, wie es aussieht. Okay. Das ist ja sehr praktisch. Eine Abkürzung zum Dorf. Das ist wirklich super. Ist gerade geschlossen. Okay. Da komme ich noch nicht hin, aber Abkürzung. Sag ich nicht nein? Weg mit der Blockade. Ich lege mich noch schnell ins Bett. Hier kann ich nur Kisten bauen, oder? Die Abkürzung ist sehr, sehr nützlich. Das geht ja so viel schneller. Ich muss mehr... Ja. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Graveyard Keeper für heute. Ich sage Ciao mit Lichtlein TV. Und... Beim nächsten Mal weiß ich jetzt, ich werde mal gucken, dass ich ein bisschen Holz ran schaffe oder irgendwie, dass ich an Geld komme und mehr Saatgut kaufen, weil mit dem Saatgut kann ich schon ein bisschen was anfangen. Ich habe so viele Quests. Ja, das hier kriegt man wahrscheinlich relativ schnell hin, wenn ich noch ein bisschen mehr
mehr Zeug sammle. Das haben wir eigentlich schon. Da muss ich nur noch warten, bis es soweit ist. Die Motten weiß ich noch nicht. Curry, ja, ich glaube, den verkaufen wir später sehr viel Sachen. Silberner Kürbis, keine Ahnung. Ein Stempel kriege ich ja von Schlange, aber keine Ahnung. Papier und Tinte, ja. Ach, silberne Fischfilets. Nicht nur Fischfilets, silberne. Wein braucht noch ein bisschen. Aber dann komme ich jetzt endlich mal an diese blauen Sachen. Und dann kann ich vielleicht auch endlich mal hier ein paar Sachen freischalten. Hier sowas. Wahrscheinlich geht es zu Enden und Harten oder Weichenzeug ein Fehler, was ist geringer. Ja, das wäre schon mal echt gut. Weil das sind halt solche Sachen, auf die ich gehen muss. Was kann ich hier eigentlich noch? Aha. Kann man denn noch? Verwaltungsplatz 2. Vielleicht braucht man da auch weniger Energie. Das wäre auch nicht schlecht. Kompost, da haben wir. Verfall haben wir auch. Ach, hier Dünger. Verdauung. Hier müsste ich ja auch weitergehen. Aber mir fehlen halt bestimmte Sachen einfach. Ich könnte jetzt auch auf Waffen gehen. Dann können wir Richtung Stahl gehen. Naja, müssen wir einfach mal schauen. Ich glaube, wichtig ist, dass ich mit den Quests halt weitermache. Aber hier läuft es ganz gut, finde ich. Noch 9 Rezepte, Kuchen plus. Aber warte mal, dann würde ich gerne mal schauen, was brauche ich, um den herzustellen. Kuchen. Oh. Behutsam, du bekommst mehr Punkte, wenn du neue Gegenstände studierst. Okay, das ist vielleicht was wirklich, wenn ich dann fürs Studium... Aber hier mit diesen Rübenscheibchen und Karottenschnitzeln komme ich dann schon echt weit. Keine Ahnung, was ich mit Kohl aktuell machen kann, aber... Rüben und Karotten? Einfach mal so passiv Zeug kriegen? Und Brennholz hat hier einen echt üblen Wert. Also Brennholz ist hier echt übel, was das angeht. Zwiebeln wären auch nicht schlecht. Ah, Sandwiches könnte ich damit machen, aber andererseits... Könnte ich aber kurz gucken, was ich hier noch machen kann. Ah ja, brennende Hexe, Brücke der Toten, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ihr... Okay, das ist nur Deko-Elemente. Ja. Egal. Dann würde ich sagen, das war Graveyard Keeper. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.